Also es ist im Prinzip ein Großangriff und es sind quasi keine Impfstoffe. Die sind 2017 schon als biologische entwickelt worden unter Vorgabe von CIA, Pentagon. Und im Prinzip hat man das diesen Pharmafirmen gegeben. Die Pharmafirmen mussten es durchdrucken und haben es durchgedrückt, weil sie dann natürlich auch sehr viel Geld dafür bekommen und weil sie natürlich auch dann hinterher schön die ganzen Folgeerkrankungen noch behandeln dürfen bei den Leuten, die überleben. Und dann kommt der nächste Schritt. Und wenn wir sehen, wo das hingeht, ich meine, jeder, der sich jetzt mit dem World Economic Forum und dem Great Reset und dem Transhumanismus und der neuen Weltordnung irgendwie beschäftigt hat, der sieht ja, dass das Ganze immer so weitergeht und dass da mehrere Schritte natürlich noch notwendig sind, um die Menschen in die digitale Totalüberwachung zu führen, in die Versklavung zu führen, um sie letztendlich auch um eine Bevölkerungsreduktion herbeizurufen. Und dann wird mit verschiedenen Maßnahmen immer weitergearbeitet. Also entweder fährt jetzt nochmal die Schiene und neue Varianten und man kann natürlich dann auch noch mit Klimalockdowns zusätzlich arbeiten, man kann mit Krieg arbeiten. Ja, der Großteil der Ärzte hat sich kaufen lassen, der Großteil der Ärzte hat sich ködern lassen, leider Gottes auch mit viel Geld. Das heißt, diese Schwerpunktpraxen, die haben ja damals schon gleich am Anfang viel Geld bekommen, wenn sie dann, ne, die Leute ordentlich getestet haben und diese ganzen Vorgaben erfüllt haben, dann auch natürlich irgendwann auf diesen fahrenden Zug aufgesprungen sind und dann viel gespritzt haben, die dann haben sie sehr viel Geld dafür bekommen. Ich sage immer, das ist Blutgeld gewesen. Aber sie waren halt indoktriniert. Sie waren zum Teil also wirklich dieser Gehirnwäsche unterlegen auch. Dann kam der Kripo-Beamte auf mich zu und sagte, wir haben ja einen Durchsuchungsbefehl, wir machen jetzt eine Durchsuchung in Ihrer Praxis. Du kannst dir vorstellen, wie ich mich da gefühlt habe. Ja, ich habe Menschen geholfen, ich habe Menschen beschützt. Normalerweise hätte man die anderen Ärzte anzeigen müssen, die kein Maskenattest ausgestellt haben, die diesen Jungen nicht beschützt und behütet haben. Und ich wurde angegriffen, wenn man als Verbrecher dahingestellt wird und hat eigentlich die ganze Zeit wirklich gegen diese Unmenschlichkeit versucht anzukämpfen, sich schützend vor seine Patienten zu stellen, den Hippokratischen Eid zu beachten, den Nürnberger Kodex, dass keine Menschenversuche stattfinden dürfen, auch das Genfer Gelöbnis. Also wir haben alles beachtet und sind trotzdem angefeindet worden, sind trotzdem nach wie vor, auch jetzt noch, wie Schwerverbrecher behandelt worden. Und das war natürlich auch dann irgendwann der Grund, warum ich dann dieses Land verlassen musste. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein Name ist Sören Schumann und ich interviewe heute Dr. Carola Jawid-Kistel. Und ja, wir sprechen über die turbulenten Zeiten, was so in die letzten 3 Jahre los war und auch, ja, wo die Reise in Zukunft hingehen könnte. Und ja, da hat die Carola sehr intensive Dinge erlebt. Ich würde sie einfach mal als, ja, ganzheitliche und sehr mutige Ärztin kurz und knapp beschreiben. Du kannst ja gleich noch ein bisschen mehr über dich und deinen Weg, deine Schwerpunkte sagen. Ja, und ganz spannend fand ich auch, dass wir in den ähnlichen, also relativ in der Nähe geboren und aufgewachsen sind und auch in den gleichen Orten studiert haben. Und ja, Carola, vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr über dich und deine Arbeit sagen, bevor wir dann gleich ja, zur Sache kommen. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und eine kleine Korrektur, aber mein Name wird immer falsch ausgesprochen. Das heißt Jawid-Kistel und nicht Jawid. Mein zweiter Ehemann war Perser und ach so. Deshalb, ja. Ja. Ich bin in Gardelegen aufgewachsen, in Sachsen-Anhalt, also ganz in der Nähe, wo du auch aufgewachsen bist. Und ich habe dann in Leipzig studiert am Anfang, habe dort meinen Mann kennengelernt. Wir haben eine kleine Tochter bekommen, also nach der Hochzeit, und wir sind dann 1989 schon geflüchtet sozusagen in den Westen, in den vermeintlich freien Westen. 1989 vor der Wende, vor dem Mauerfall. Und ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ich habe dann in Göttingen zu Ende studiert, habe dann später, nachdem ich dann in Kliniken gearbeitet habe und in der Kinderheilkunde promoviert habe, haben wir ein Haus gebaut. Da hatte ich dann die Praxis drin und ja, habe Homöopathie und Naturheilverfahren gemacht. 24 Jahre lang in eigener Praxis, Privatarztpraxis, für Kinder und Jugendliche in erster Linie, aber auch Erwachsene natürlich. Und ja, als das ganze Theater dann losging mit und auch vorher schon mit der Masernimpfpflicht, da habe ich mich berufen gefühlt, doch ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu gehen und nicht nur in meinem stillen Kämmerlein sozusagen die Patienten zu beraten und zu schützen auch. Ne? Ja, das ist jetzt auch ein Grund, warum du nicht mehr in Deutschland bist, sondern woanders. Kannst ja auch gleich noch genauer darauf eingehen. Du hast gesagt, bei der Masern ging es schon los.
Vielleicht kannst du da kurz und knapp noch sagen, ja, was war da los und wo hast du da denn, wo bist du da angeeckt oder wo gab es so die ersten Probleme für dich? Wo wurde es schwierig? Ja, es sollte ja im November 2019 das Gesetz sozusagen oder dieses Masernschutzgesetz besprochen und beschlossen werden im Bundestag, was dann auch durchgedrückt wurde. Und wir haben halt vorher schon einige Protestveranstaltungen gehabt, auch hinterher noch Demonstrationen, wo wir aufgeklärt haben. Und ich habe dann den Elternstammtisch gegründet in Duderstadt, da wo ich praktiziert habe. Und ja, wir haben versucht, das zu verhindern, konnten es nicht verhindern und haben aber immer gleich gewusst, dass das eigentlich die Vorbereitung ist für etwas Größeres, also für eine, die irgendwie in einer anderen Art und Weise auf uns zukommt. Denn man konnte eigentlich ja nicht von, bei den Masern ja von einer sehr gefährlichen Krankheit sprechen. Erstens ist es eine Kinderkrankheit, sie ist nicht per se tödlich, also es gibt ganz, ganz wenige Komplikationen nur. Es gab maximal mal einen Todesfall pro Jahr in ganz Deutschland, der meistens auch nicht auf die Masern zurückzuführen war, sondern auf eine falsche Behandlungsweise oder Fehldiagnose. Und man konnte das ja gar nicht nachvollziehen, warum jetzt eine Masern für Kinder. Und da haben wir schon gewusst, was auf uns zurollt. Und dann haben wir natürlich gleich geschaltet, als im Dezember 2019 das angebliche aus Wuhan auf die Reise ging um die Welt. Und dann haben wir gewusst, was die Stunde geschlagen hat. Und haben dann eigentlich den Protest quasi eigentlich immer mehr ausgeweitet, haben immer mehr versucht, Ärzte, Kollegen und auch Patienten natürlich zu sensibilisieren, einzuweihen und zu sagen, ja, das ist eigentlich eine riesengroße Fake, die da unterwegs ist. Das ist eine, das ist alles so geplant worden. Und lasst euch doch nicht einschüchtern und lasst euch nicht eure Menschenrechte wegnehmen. Und ja, und dann ist man natürlich schnell angeeckt, das ist klar. Dann war man gleich irgendwo auf dem Schirm bei Ärztekammern, kassenärztlichen Vereinigungen, Medien, Politikern, wie auch immer. Wir wurden dann gleich als die bösen, bösen, ungehorsamen kriminellen Ärzte verunglimpft und gejagt und verfolgt. Und das ist bis heute so geblieben, leider. Du hast gesagt, gejagt und verfolgt. Wie sah das praktisch aus? Also erstmal habe ich schon von der Ärztekammer Hannover so, wie so eine Art Abmahnungsschreiben bekommen und da wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet wegen der Ausstellung von Fähigkeitsbescheinigungen, besonders für Kinder natürlich, weil natürlich alle Kinder eigentlich am besten unter diese Masern fallen sollten, egal wie schwer vorerkrankt sie waren, egal welche Krankheiten da in der Familie schon vorhanden waren, Allergien, Unverträglichkeiten, Krebserkrankungen, sonst was. Und dann habe ich immer gesagt, ja, das kann ja nicht sein, dass eine, die sowieso eigentlich nicht mal als Einzelimpfung existiert hat in Deutschland, sondern nur Masern-Mumps-Röteln oder Masern-Mumps-Röteln-Windpocken in der Kombination, wo im Prinzip auch in dem Nebenwirkungsprofil im Beipackzettel schon offiziell etwa 70 sehr schwere Nebenwirkungen auch zum Teil aufgezählt sind, inklusive Meningitis, Enzephalitis, Guillain-Barré-Syndrom mit Lähmungen, anaphylaktischer Schock, Thrombozytopenie, dass also die Blutplättchen den Bach runterrauschen und das Kind innerlich verbluten kann und so weiter. Und ich habe immer gesagt, wenn ein Risiko da ist, dann darf es ja keine dafür geben. Also man kann ja nicht ein Leben gegen ein anderes Leben irgendwie aufwiegen oder so. Das geht ja nicht. Ich kann ja nicht mein Kind per se krank lassen, weil der Beipackzettel ist nun mal kein Wunschzettel. Man kann sich da nichts aussuchen, was man. Das kriegt man und im schlimmsten Fall sitzt das Kind hinterher im Rollstuhl oder ist sogar tot. Und das kann man einem ja nicht aufdrücken einfach. Ne? Und wie gesagt, ich kann ja nicht mein Kind krank spritzen lassen oder tot spritzen lassen, damit ein anderes Kind eventuell vor den bösen Masern gerettet wird. Ne? Die man sehr, sehr gut homöopathisch naturheilkundig behandeln kann, ohne Folgeschäden, ohne alles. Also die Leute haben einfach auch jetzt noch sehr viel Angst, aber in meiner Generation, also ich habe zum Beispiel die Masern auch selbst durchgemacht und habe keinen Hirnschaden davon getragen. Und ich habe sie durchgemacht, obwohl ich in der DDR schon gegen Masern auch war. Ne? Trotzdem habe ich die Masern bekommen, auch heftig bekommen und wurde dann in der Schulzeit sogar nochmal dagegen, was auch völlig unsinnig war. Und da konnte man schon sehen, auf jeden Preis, um jeden Preis. Und ja, es ist irre, was da abläuft eigentlich. Und so hat sich das ja jetzt dann auch fortgesetzt, was andere Krankheiten angeht, besonders natürlich. Ja, sehr, 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 sehr spannend. Und vor allem ist jetzt noch die Frage, du hast ja viele, wahrscheinlich tausende Kinder auch gesehen.
Würdest du auch sagen, dass es eigentlich sogar positiv ist, ein Entwicklungsschub sein kann, wenn man diese Masern-Geschichte mal durchmacht, ohne dass man da irgendwie reinspritzt? Ja, natürlich. Also zum einen ist es eben eine wichtige Kinderkrankheit und zum anderen ist es aber auch immer, wenn man zum Beispiel die fünf biologischen Naturgesetze sieht, die neue germanische Medizin, die ja auch zum Teil noch umstritten ist. Aber ich habe das in der Praxis sehr oft erlebt, dass sich das bewahrheitet hat, wenn die Kinder Masern hatten, dann ist das ein wichtiger, ist ein Trennungskonflikt vorausgegangen. Das heißt, die Kinder wurden zum Beispiel zu früh in eine Kita abgegeben und haben Trennungskonflikt durchlitten und dadurch sind sie krank geworden und dann gab es auch den typischen Ausschlag und das Fieber und dieses verheulte Aussehen, ne, dass die Kinder verrotzt und verheult sind und die Augen tränen und sonst was. Und das ist ja auch, und das ist wunderbar zu behandeln. Man kann das ganz gut behandeln. Und da hatte ich ja dann auch mal gesagt, also ja, gebt die Kinder nicht zu früh in irgendwelche Kindereinrichtungen oder auch bei der Tagesmutter. Denn gerade in den ersten 3 Jahren, da bildet sich das Urvertrauen heraus für die Kinder, was wirklich extrem wichtig ist für das gesamte kommende Leben. Ja, und wenn das im Prinzip dann nicht gewährleistet ist, dann werden die Kinder immer irgendwelche Probleme eventuell haben. Und ja, und von daher, wie gesagt, Masern sind keine schlimme Krankheit, lassen sich gut behandeln. Und den Konflikt kann man ja aufheben auch, ne, indem man sagt, okay, das ist jetzt noch zu früh gewesen. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich mit 2 Jahren die Masern hatte. Und ich glaube, als ich so gut anderthalb war oder also auch kurz vor dem zweiten Geburtstag, wurde ich auch tatsächlich in eine Kita gegeben, in eine Kinderkrippe, weil dann meine kleine Schwester schon auf der Welt war und meine Mutter, das war eben damals so in der DDR, ne? Und ich denke mal, vielleicht habe ich auch deshalb genau die Masern bekommen damals, ne? Trennungskonflikt von der Mutter, ne? Ja, du hast gerade gesagt, das ist ganz wichtig bezüglich Urvertrauen. Ich denke auch, dass das ein ganz wichtiger Faktor sein kann, also auf jeden Fall ist. Und dass ja eigentlich die moderne Gesellschaft voll darauf abzielt, eigentlich die Familien so instabil wie möglich zu machen und dass ein Part davon ist sozusagen. Dass man nicht nur Mann und Frau komplett verwirrt, sondern auch, dass man Mutter, Kind oder Mutter, Vater und Kind probiert, schnellstmöglich auseinanderzuziehen, dass die Frau Karriere machen soll, schnellstmöglich abstillen soll, schnellstmöglich wieder arbeiten soll. Und das ist natürlich alles andere als förderlich für die, ja, für die Entwicklung des Kindes und für die Gesundheit des Kindes. Im Gegenteil macht man die Familie, die ja eigentlich so. Oder andersrum, man macht sie instabiler und dadurch instabile Familien, instabile soziale Gefüge lassen sich halt viel leichter lenken und manipulieren. Würdest du das auch so unterschreiben? Das sehe ich ganz genauso, ja. Und wie gesagt, ich habe immer den Eltern geraten, auch jetzt gerade mit der Masern dann schon noch, dass sie dann einfach auf den Kindergartenplatz verzichten und wenn es geht, irgendwie zu Hause bleiben, ne? Und das Kind nicht so schnell irgendwo abgeben und weggeben. Und genau das ist ja geplant. Also das ist ja die Agenda dahinter, ne? Familien zerstören, die Kinder möglichst schnell in Obhut geben irgendwo. Das war in der DDR schon so. Das ist jetzt quasi noch komplettiert worden, indem wirklich auch dann die Ganztagsschulen existieren und die Horteinrichtungen nachmittags und die Kinder möglichst lange außer Haus bleiben sollen, damit sie dann auch am besten manipuliert werden können. Und wie gesagt, das gipfelt ja dann darin, dass in der Zeit natürlich die Kinder, die lange irgendwo untergebracht waren, in den Kindergärten gab es ja Gott sei Dank noch keine Maskenpflicht, aber dann in den Schulen, dass also gerade Kinder, die dann wirklich mit dem Schulbus zur Schule gebracht wurden und abgeholt wurden wieder, eventuell wirklich 8 bis 10 Stunden lang am Tag diese Maske tragen sollten. Ja? Im Schulbus, auf dem Schulhof, in der Schule, in den Pausen, im Hort später noch und dann auf dem Rückweg wieder. Und dass dann massiv die Kinder wirklich zu mir kamen mit Kopfschmerzen, mit Übelkeit, mit Erbrechen. Viele Kinder, die sich in die Maske hinein erbrochen haben und dann keine andere Maske mehr hatten und gedacht haben, wie komme ich denn jetzt noch mit dem Schulbus nach Hause oder in die Schule rein? Also ganz, ganz furchtbar. Kinder, die wirklich Suizidgedanken dann hatten, die Schlafstörungen entwickelt haben, Essstörungen entwickelt haben. Und die musste ich ja einfach schützen. Also da musste ich natürlich Maskenatteste schreiben, auch für andere, natürlich für Erwachsene mit Vorerkrankungen. Und ich kann nur sagen, also bevor ich das erste Mal dann Besuch hatte von der Polizei, bevor die erste Razzia da war, da hatte ich eine Familie da, die waren aus dem Umland von Dresden gekommen. Also mehrere Stunden Fahrzeit haben die in Aufsicht genommen, um mich zu besuchen und um für den Sohn, der war so 13, 14 Jahre alt, ein Teenager,
Der hatte ein metastasiertes Nierenkarzinom mit Lungenmetastasen und dem hat keiner von seinen Ärzten dort in der Nähe von Dresden ein Maskenattest ausgestellt und auch keiner eine Unfähigkeitsbescheinigung. Da sind die extra zu mir gekommen. Und ich habe ihn noch auf dem Parkplatz verabschiedet. Und dann kam der Kripo-Beamte auf mich zu und sagte: Wir haben hier einen Durchsuchungsbefehl, wir machen jetzt eine Durchsuchung in Ihrer Praxis. Ja? Also, du kannst dir vorstellen, wie ich mich da gefühlt habe. Ja? Ich habe Menschen geholfen, ich habe Menschen beschützt. Normalerweise hätte man die anderen Ärzte anzeigen müssen, die kein Maskenattest ausgestellt haben, die diesen Jungen nicht beschützt und behütet haben. Und ich wurde angegriffen. Und dann spontan eine Demo einberufen. Also, ich bin nochmal nach Hause gefahren. Ich habe bei der ersten Polizeirazzia die Nerven behalten und habe gedacht, okay, ich frage den jetzt, ob ich nochmal schnell nach Hause fahren kann mit dem Fahrrad und meinem Sohn Bescheid sagen kann, dass es kein Mittagessen gibt, weil das war dort quasi kurz vor der Mittagspause. Ne? Der kam dann aus der Schule und ich musste ja dann irgendwie Bescheid sagen. Und ich bin dann nach Hause gefahren, mein Sohn war noch nicht da. Und ich habe dann so schnell wie möglich einfach erstmal meine Handys und mein Laptop und alles irgendwo versteckt, damit sie da nicht rankommen, weil ich wusste, dass sie bei Kollegen auch sofort die Handys und Laptops und alle elektronischen Geräte mitgenommen haben. Habe aber vorher noch über Telegram eine Sprachnachricht abgesetzt, so wollte ich sagen, dass die Leute zu mir kommen sollten und eine Spontan-Demo sozusagen stattfinden sollte vor meiner Praxis. Und da haben auch viele Leute darauf reagiert. Meine Schwester hat das dann weitergeleitet. Und da hatte ich wenigstens Unterstützung vor Ort. Also du kannst dir vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man als Verbrecher dahingestellt wird und hat eigentlich die ganze Zeit wirklich gegen diese Unmenschlichkeit versucht anzukämpfen, sich schützend vor seine Patienten zu stellen, wirklich den Hippokratischen Eid zu beachten, den Nürnberger Kodex, dass keine Menschenversuche stattfinden dürfen, und so weiter und auch das Genfer Gelöbnis. Also wir haben alles beachtet und sind trotzdem angefeindet worden, sind trotzdem nach wie vor, auch jetzt noch, wie Schwerverbrecher behandelt worden. Und das war natürlich auch dann irgendwann der Grund, warum ich dann dieses Land verlassen musste. Weil in der Folge gab es dann nochmal, es gab dreimal eine Polizeirazzia, als ich da war noch in Duderstadt, als ich ja noch praktiziert habe und weiterhin natürlich Atteste geschrieben habe, Maskenbefreiungen, Impfunfähigkeitsbescheinigungen, Schulbefreiungen, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, auch für Leute, die es einfach auf der Arbeit nicht mehr ausgehalten haben unter diesen unmenschlichen Bedingungen. Mit Distanz und Maskenpflicht und Testpflicht auch jeden Tag und Impfpflicht dann. Ne? Und ich hatte also zweimal noch eine Polizeirazzia, als ich schon in Mexiko war, also fünfmal insgesamt. Fünfmal waren sie in meiner Praxis, um alle möglichen Unterlagen von Patienten mir zu entwenden, mehr oder weniger, ne? Also den Datenschutz völlig ad acta zu legen, die ärztliche Schweigepflicht, das Arzt-Patienten-Geheimnis, alles wurde ausgehebelt, nur um diese bösen, bösen Patienten zu verfolgen, die auch zum Teil wirklich vor Gericht stehen und mehrfach verurteilt wurden, schon auch in verschiedenen Instanzen, und eben die entsprechende Ärztin dann auch zu finden und ja, dann auch vor Gericht zu stellen. Und das ist eine völlige Täter-Opfer-Umkehr. Ja? Die Opfer werden verfolgt und diejenigen, die die Opfer geschützt haben, und die Täter sind nach wie vor ja, auf freiem. Das ist irre. Du hast ja auch so ein paar Stichworte angesprochen wie Hippokratischer Eid. Der existiert ja quasi für den Großteil der Ärzte quasi nicht mehr, oder? Ja, der Großteil der Ärzte hat sich kaufen lassen. Der Großteil der Ärzte hat sich ködern lassen. Leider Gottes auch mit viel Geld. Das heißt, diese Corona-Schwerpunktpraxen, die haben ja damals schon gleich am Anfang viel Geld bekommen, wenn sie dann, ne, die Leute ordentlich getestet haben und diese ganzen Vorgaben erfüllt haben. Und dann auch natürlich irgendwann auf diesen fahrenden aufgesprungen sind und dann viel gespritzt haben. Dann haben sie sehr viel Geld dafür bekommen. Und ich sage immer, das ist Blutgeld gewesen. Aber sie waren halt indoktriniert. Sie waren zum Teil also wirklich dieser Gehirnwäsche unterlegen auch. Sie sind in diese Massenpsychose reingezogen worden. Sie haben zum Teil tatsächlich gedacht, es handelt sich um eine schwere, lebensbedrohliche, furchtbare Erkrankung, wo man sich dann wirklich nur schützen kann, indem man sich am besten in so einen Ganzkörperschutzanzug hüllt und eine FFP2-Maske vors Gesicht setzt und dann möglichst noch ein Face Shield drüber und mit Gummihandschuhen und dann am besten doch die Patienten nicht anfasst und im Wartezimmer immer nur, was weiß ich, mit Abstand die Leute sitzen lässt oder dann auch die Patienten sogar draußen warten lässt. Also es gipfelte ja darin, dass in vielen Ambulanzen oder so, also gerade auch in Kliniken,
die Leute draußen warten mussten dann, ja, auch im bitteren, kalten Winter mussten die draußen warten, bis sie dann in irgendwelchen Schlangen da standen und dann schubweise reingeholt worden. Und wenn man dann natürlich dann draußen steht mit einer grippeähnlichen Erkrankung, dann kriegt man noch zum Schluss eine Lungenentzündung und dann wurde gesagt, oh, das hast du gehabt, ja, weil der Test natürlich auch noch gemacht wurde und meistens ja auch falsch positiv noch angesprochen hat, weil man mit diesem Test ja nichts nachweisen kann. Weder mit dem PCR-Test noch mit dem Antigen-Schnelltest. Das ist, die Fehlerquote ist dermaßen hoch, dass man ja überhaupt gar keine fluoride Infektion irgendwie nachweisen kann. Ne? Und dann wurden die Leute direkt noch mehr in diese Massenpsychose reingeschoben. Ne? Das ist, aber es hat gut funktioniert und wie gesagt, die haben das von langer Hand sehr, sehr gut vorbereitet. Und also Hut ab, die Gegenseite hat da eine ganze Menge in den letzten Jahren richtig gemacht, ne? Sodass sie die Leute da auch so reinbekommen hat. Sogar die Kollegen. Ich meine, es gibt Kollegen, die bis heute nicht sehen, dass ich sage, also Leute, ihr könnt euch mit so einer normalen OP-Maske oder auch mit einer FFP2-Maske, die ja als Staubmaske konzipiert wurde, könnt ihr euch nicht gegen eine Viruserkrankung schützen. Also wenn es dann diese Viruserkrankungen gibt und diese Viren wirklich so klein sind, wie sie immer postuliert werden, dann gehen die da problemlos über die Aerosole rein und raus und hin und durch und da ist überhaupt gar kein Schutz da. Selbst wenn man P2-Maske ringsherum mit Sekundenkleber abkleben würde, ja, dann würde das trotzdem durchgehen. Und das hat man ja auch gesehen, ne? Als ich glaube, da war von Silvester 2020 zu 21 gab es ja so eine große Silvester-Show mal in Berlin am Brandenburger Tor, wo auch die Leute, die Tänzer dann mit solchen schwarzen FFP2-Masken aufgetreten sind. Und man hat schön die Aerosole dann natürlich gesehen, gerade draußen, ne? Wie sie rein und rausgehen und also null Schutz, null Schutz, aber es wurde den Leuten aufdiktiert. Und ich bin so oft auch mitgenommen worden, festgenommen worden auf irgendwelchen Demos und auch andere, also Patienten von mir oder Leute, die dort waren, wo man dann den Leuten Verfahren angehängt hat und sie wirklich genötigt hat und gedemütigt hat. Und mir wurde auch einmal zum Beispiel auf einer Demo in Hannover, da bin ich auch abgeführt worden, weil ich die Distanz nicht eingehalten hatte und Leute auch umarmt hatte und auch Leute wirklich. Leuten die Hand gegeben hatte natürlich und so, bin ich abgeführt worden und dann hat man mir gesagt, Sie sind jetzt in einer polizeilichen Maßnahme, Sie sind jetzt hier in einer Polizeistraße, Sie müssen jetzt diese Maske aufsetzen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich setze diese, weil ich auf, ne? Ich war dann also auch schon ziemlich geladen und ich habe gesagt, dann müsst ihr mich schon vorher erschießen. Und dann haben sie gesagt, ja, aber redet ja keiner von erschießen. Ich sage, jetzt vielleicht noch nicht, aber guckt euch mal an, was ihr hier gerade macht. Das so zu den Polizisten gesagt. Und schaut mal, wie das dann in einigen Monaten sein würde. Ja? Und wie gesagt, es sind ja wirklich durchaus drastische Maßnahmen weltweit auch gelaufen, wenn man gesehen hat in Australien oder in China oder so, wie die Leute wirklich dann auch für nicht getragene Masken abgeführt wurden, eingesperrt wurden oder wie man ihnen zwangsweise auch Masken aufgesetzt hat. Und das ist alles ist, unter der Rubrik zu verstehen. Ja? Das sind Sklavenmasken und nichts anderes. Du setzt jetzt diese Maske auf, du bist jetzt gehorsam und wenn du nicht gehorsam bist, dann unterwirfst du dich uns nicht und dann müssen wir dich ganz, ganz hart bestrafen und verfolgen. Genauso ist es gelaufen. Denn diese Maske hat null medizinische Wirkung und inzwischen gibt es auch genügend Studien, die das beweisen. Ja, dass es da, also wie gesagt, die OP-Masken, die schützen allenfalls im OP mal vor herunterlaufendem Schweiß oder vor Speichel oder was weiß ich, vor vielleicht ein paar Bakterien oder so, aber niemals vor Viren, niemals, geht nicht. Wenn man die Existenz von Viren jetzt annimmt. Und du hast gerade schon gesagt, also eigentlich haben wir jetzt ja alle Fakten, alle Zahlen, alle Informationen, dass Leute wie du damals quasi komplett richtig gehandelt haben. Es ist ja jetzt eigentlich alles da, also sozusagen. Und die Zahlen sagen ja auch, dass das ein kompletter Skandal war oder eigentlich ein komplettes Verbrechen gegen die Menschheit, diese ganzen Maßnahmen, die da durchgesetzt wurden. Aber es scheint die breite Masse nicht so zu interessieren. Und auch viele ärztliche Kollegen wahrscheinlich. Wie siehst du das? Ja, es ist ja so, dass man immer arbeitet mit Methoden, die halt Schritt für Schritt, peu à peu weitergehen. Das heißt, man geht immer drei Schritte vor und zwei zurück und drei Schritte vor, zwei zurück. Das heißt, man macht zwischendurch irgendwelche Lockerungen, man erklärt für beendet, lässt die Leute erstmal wieder aufatmen, sodass sie wirklich wieder ein relativ freies Leben haben und dass die Maßnahmen aufgehoben werden. Und dann kommt der nächste Schritt. Und wenn wir sehen, wo das hingeht, ich meine, jeder, der sich jetzt mit dem
World Economic Forum und dem Great Reset und dem Transhumanismus und der neuen Weltordnung irgendwie beschäftigt hat, der sieht ja, dass das Ganze immer so weitergeht und dass da mehrere Schritte natürlich noch notwendig sind, um die Menschen in die totale Überwachung, in die digitale Totalüberwachung zu führen, in die Versklavung zu führen, um sie letztendlich auch um eine Bevölkerungsreduktion herbeizurufen und so weiter und so fort. Und dann wird mit verschiedenen Maßnahmen immer weitergearbeitet. Also entweder man fährt jetzt nochmal neue Varianten oder Variationen oder dann auch neue Erreger. Ich meine, das ja in seinem Interview jetzt auch bei Auf 1 schon genannt, also was jetzt als nächstes wahrscheinlich kommen wird, Angriff mit Bakterien wieder aus den Biolaboren und so weiter und hat auch die Drahtzieher genannt. Und man kann natürlich dann auch noch mit Klimalockdowns zusätzlich arbeiten, man kann mit Krieg arbeiten, mit verschiedenen Szenarien. Aber das ist relativ einfach zu durchschauen, wenn man einmal angefangen hat zu recherchieren und da immer weiter eingedrungen ist in die Materie, dann weiß man, was sie vorhaben und wie sie es vorhaben. Und dafür, dass es funktionieren muss, müssen im Prinzip muss die Bevölkerung in einem Dämmerzustand irgendwie erstmal gehalten werden. Ne? Also das heißt, es ist erstmal wieder eine Lockerung da, das Leben läuft ganz normal, ihr könnt wieder in die Lokale gehen, ihr könnt. Bisschen Brot und Spiele zur Wie bitte? Auflockerung. Ich habe gesagt, ein bisschen Brot und Spiele zur Spiele zu. Auflockerung. Ihr könnt wieder in die Konzerte, ihr könnt wieder ins Fitnessstudio. Es ist alles wieder ganz normal und dann zieht man die Zügel wieder an. Ne? Und dann wird es noch schlimmer als beim ersten Mal oder beim letzten Mal, weil dann im Prinzip die Leute schon konditioniert sind. Die wissen, ah ja, da muss es wieder das und das und das geben. Ja, und je schlimmer und gefährlicher die Krankheit ist, umso schlimmer müssen die Maßnahmen sein. Da gibt es eben wieder tägliche Testpflicht und dann gibt es eben noch schlimmere Maskenpflicht oder gibt es Ganzkörperanzüge, die Kinder dann auch tragen müssen, vielleicht in den Schulen. Und so weiter und so fort. Also man wird immer noch ein Schrittchen weitergehen. Wenn die Menschen das nicht erkennen, welcher Plan dahinter steht, dass das wirklich teuflisch ist, diabolisch ist, böse ist, satanisch ist, wenn sie das nicht erkennen und sich nicht befreien können, dann haben wir da keine Chance. Also siehe jetzt zum Beispiel, ne, wenn der nächstes Jahr in Kraft tritt, dann im Mai ratifiziert ist und letztendlich eine. Was so ausgerufen werden kann und alle Länder sich dann auch danach richten müssen, was die WHO da vorgibt, dann werden alle unsere Menschenrechte komplett ausgehebelt. Also man hat kein Recht auf Privatsphäre mehr, man hat kein Recht mehr darauf, die Behandlung für irgendwelche Krankheiten frei zu wählen. Die Länder müssen dann die Vorgaben der WHO akzeptieren, dass dann auch wirklich innerhalb von 100 Tagen soll ja dann da sein für die entsprechende Krankheit, was völlig unmöglich ist und nur geht, wenn man das alles schon vorbereitet hat. Ja? Wohl weiß ich, man wird total überwacht. Es gibt digitale Zertifikate, mit denen man da bloß noch reisen kann und so weiter und so fort. Das ist, zum Schluss gipfelt es darin, dass nur noch gespritzte Leute dann irgendwie auch in die Supermärkte rein können und sich was zu essen holen. Oder dass eben die Konten von den Ungespritzten einfach gesperrt werden und man kommt an sein Geld nicht mehr ran. Weil entlassen ist man sowieso schon, weil die Ungespritzten dann auch nicht mehr arbeiten dürfen. Man hat es ja jetzt auch gesehen und getestet im Gesundheitswesen und auch bei den Soldaten. Die wenigsten Soldaten haben aufbegehrt. Die meisten haben sich spritzen lassen. Und die wenigsten Ärzte oder Krankenschwestern, Krankenpfleger, Rettungssanitäter, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten haben aufbegehrt. Die meisten haben gesagt, aber ich musste das jetzt doch machen. Ich musste das jetzt doch machen, sonst hätte ich meinen Job verloren. Und wir haben ja noch ein Haus abzubezahlen oder ein Auto abzubezahlen. Und ja, also ich habe mit ganz, ganz vielen Leuten gesprochen aus dem Gesundheitswesen, die haben alle nur gesagt, ja, aber wir wurden doch gezwungen, wir konnten doch gar nicht anders. Und ich habe gesagt, genau da hättet ihr Nein sagen müssen. Keiner lässt sich krank oder tot spritzen, nur damit er seinen beschissenen Job behält. Kein Job dieser Welt ist es wert. Kein Kindergartenplatz der Welt ist es wert. Kein Schulplatz der Welt. Nichts ist es wert, dass man dafür seine Gesundheit und sein Leben aufs Spiel setzt. Und das müssen die Leute verstehen. Und wenn sie das nicht verstehen, bis zum nächsten Mal, dann sehe ich ziemlich schwarz. Ne? Ich hoffe aber, dass viele Leute jetzt aufgewacht sind und dass uns auch die vielen Geschädigten, die jetzt schon da sind, auch ein bisschen in die Karten spielen und sagen, okay, wir haben gesehen, was das anrichtet. Wir werden uns auf keinen Fall mehr opfern und dann nochmal irgendwelche Spritzen akzeptieren. Genetische Versuche, wenn wir nicht wissen, wie das endet. Also ich denke, dass da jetzt so das Level erreicht ist, dass die Aufklärung auch fruchtet. Ne? Also vorher wurden wir immer als die Bösen einfach nur dargestellt, die bösen Impfgegner und wir wollen einfach nicht, dass die Leute gesund sind. Und jetzt sieht man einfach auch, dass die Menschen einfach chronisch krank gemacht wurden und dass so viele Leute plötzlich und unerwartet verschieden sind, besonders auch Sportler und junge Leute.
wie es sonst niemals in der Welt der Fall war. Dann eben auch noch diese vielen, vielen Eingriffe hinsichtlich der Fruchtbarkeit der Menschen, ne? Dass wirklich eine Unfruchtbarkeit resultiert, dass die Frauen nicht mehr so schnell schwanger werden, dass sie ihre Kinder verlieren, Fehlgeburten, Totgeburten, Missbildungen. Ja, das ist doch einfach irre. Und wir haben diese ganzen Zahlen und Daten da. Wir sind international sehr gut vernetzt, auch mit den Ärzten. Es gibt unheimlich viele Organisationen, die sich jetzt da um Aufklärung bemühen. Und wir müssen jetzt einfach schneller sein als die Gegenseite. Ja, die Frage ist, warum oder was muss passieren, dass es nicht nochmal dazu kommt? Oder warum konnte es so weit kommen? So denke ich mal, so zwei Phänomene, die das mit befeuert haben oder die das vereinfacht haben, sind einmal so das Thema kognitive Dissonanz, dass es einfach quasi nicht verständlich ist. Egal, also man könnte, du könntest den jetzt 10 Seiten hinpacken, wo ganz genau dasteht, so und so ist es. Darum diese Statistik, diese Studie, es würde trotzdem nicht durchkommen. Und auch, glaube ich, dieses Stockholm-Syndrom, das heißt, dass das Opfer quasi den Täter noch verteidigt, ist ja auch relativ weit verbreitet. Was ich noch spannend finden würde, du bist ja in der DDR aufgewachsen, bist dann ja, kurz vor dem Mauerfall geflüchtet. Welche Parallelen erkennst du also von der damaligen DDR zum heutigen Deutschland? Also in der DDR war es ja so, dass auch keine Freiheit in dem Sinne existiert hat. Und das wurde mir immer mehr bewusst, quasi als ich dann auch Studentin war. Es gab da auch einige Sachen, die ich in meiner Kindheit und Jugend schon erlebt habe, auch mit meiner eigenen Familie, wie da vorgegangen wurde, auch sehr restriktiv vorgegangen wurde, dass zum Beispiel meine Mutter damals ihren Job verloren hat, weil sie es gewagt hatte, aus der DDR, aus der SED auszutreten, aus der Sozialistischen Einheitspartei. 1954, nachdem meine Oma und mein Vater gestorben waren, ist sie ausgetreten. Und dann hat sie ihren Job als Kindergärtnerin verloren und man hat ihr gesagt, sie könne keine sozialistischen Persönlichkeiten mehr erziehen. Obwohl ja gar nicht gefordert war, dass man in der Partei war, wenn man also Erzieherin war im Kindergarten oder so. Aber es war ein Vergehen und ein Verbrechen, da auszutreten. Ne? Und da hat sie ihren Job verloren und wir mussten dann etwas Neues suchen und das war alles ziemlich schwierig, weil, wie gesagt, mein Vater war auch gerade noch gestorben und das war sowieso, die ganze Familie war noch in der Trauer drin und in der hellen Aufregung drin. Und so verschiedene Sachen, die habe ich dann auch noch hinterher erlebt. Und da habe ich gesehen, es gibt keine Meinungsfreiheit, es gibt keine Pressefreiheit in der DDR, keine Versammlungsfreiheit und vor allen Dingen keine Reisefreiheit. Und ich war schon immer ein sehr freiheitsliebender Mensch. Und dann war ich eben 23 Jahre alt, wir hatten eine kleine Tochter, 11 Monate alt. Und dann waren die Grenzen auf einmal ein bisschen durchlässiger, von Ungarn nach Österreich, sodass viele Leute über die grüne Grenze abgehauen sind und da habe ich dann zu meinem damaligen Mann gesagt, ja, jetzt lass uns auch gehen, bevor die auf die DDR oben noch den Deckel drauf machen. Hier bekommen wir keine Freiheit mehr. Und ja, wir haben es dann einfach gewagt und in dem Moment, als wir das Visum beantragt haben, wurde dann auch schon bald die Grenze ganz aufgemacht von Österreich, also von Ungarn nach Österreich. Das hat dann der Gyula Horn, damals der Außenminister von Ungarn, quasi beschlossen, dass er die Grenze aufmacht und dann konnten wir auch mit dem Auto sogar noch flüchten. Ne? Also mit dem kleinen grünen Trabi und unserer Tochter drin sind wir dann in den Westen gegangen. Und natürlich war das auch ein diktatorisches Regime. Und im Nachhinein weiß ich ja auch, dass diese Grenzöffnung, dieser Mauerfall, dass das alles von oben auch quasi zugelassen wurde oder so angeordnet wurde. Also nicht, dass die Menschen das alleine bewirkt haben, die da auf der Straße waren, dann zuhauf. Ne? Und diese Montagsdemonstrationen gerade in Leipzig, wo es angefangen hat, so massiv geworden sind. Und ja, wie gesagt, ich habe dann immer noch gedacht, es wäre quasi der freie Westen und jetzt könnte man endlich seine Meinung sagen und sonst was. Aber als ich dann mehr in diesen freien Westen sozusagen eingedrungen bin und da ja auch zu Ende studiert habe, dann in Göttingen und meine Praxis aufgemacht habe und gesehen habe, wie stark die Pharmalobby zum Beispiel ist und was die für eine Macht haben und so, habe ich gesehen, dass der Westen eben doch nicht so frei ist. Und ich hätte mir aber trotzdem bis Ende 2019 nicht vorstellen können, also wie so ein Regime sozusagen so schnell etabliert werden konnte und erstehen konnte und wie schnell man die ganzen Menschenrechte, Persönlichkeitsrechte über den Haufen geworfen hat. Nur aus Angst vor einer angeblich tödlichen Erkrankung. Ne? Aber mit Angst kann man viele Leute kriegen, besonders mit der Angst zu ersticken und zu sterben, indem man also keine Luft mehr bekommt. Und das hat man ja den Leuten
eindrücklich vor Augen geführt mit diesen vielen Beatmungsgeräten und mit diesen angeblich vielen Toten, die es da gab. Und da hat jeder Angst davor gehabt. Und dann haben die Leute einfach ihre Großhirnrinde quasi ausgeschaltet. Die kognitive Dissonanz konnte voll zuschlagen. Und sie haben bloß noch diesen Fluchtreflex gehabt, Angst und Flucht, ne? Also verstecken oder fliehen vor der Krankheit. Und das hat sich dann eben auch so geäußert. Und ich hab oft genug Leute in meiner Praxis gehabt, die wirklich so dermaßen froh waren, dass ich immer an der Tür gleich gesagt habe, also wer jetzt hier noch die Maske auf hat, bitte die Maske abnehmen, hier in der Zone. Und ich habe die Leute in den Arm genommen, ich habe sie begrüßt, ganz normal, mit Handschlag. Die konnten auch ganz normal im Wartezimmer sich aufhalten und miteinander Kontakt haben und spielen, die Kinder. Und es war nichts irgendwie sonst wie noch desinfiziert. Ich hatte keine Glaswand noch an der Rezeption oder sowas. Und die Leute haben immer gesagt, auch das ist eine richtige Oase der Normalität hier. Und natürlich ist das dann natürlich den Ärztekammern und den Gesundheitsämtern und sonst was ein Dorn im Auge. Wenn dann eine Ärztin sowas von renitent und ungehorsam ist, dann mussten sie ja gegen mich vorgehen. Ja, die haben den Mund nicht mehr zugekriegt. Das Gesundheitsamt war da, nee, das Ordnungsamt war da. Und die haben dann gesagt, ja, es ist uns zu Ohren gekommen, dass sie hier Leute umarmen und mit Handschlag begrüßen. Ich sage, ja, es ist ein Menschenrecht. Das werde ich mir auch vorbehalten, dass ich das weiterhin ausüben kann. Und die Menschen brauchen das mehr denn je, dass man sie in den Arm nimmt. Ja. Und ja, dann haben sie halt noch gefragt, ja, wie ist das jetzt mit dem, wenn sich dann Leute treffen im Wartezimmer und was machen sie denn dann? Und ich sage, ja, dann treffen sie sich halt und dann unterhalten sie sich nett und das ist doch schön. Und die meisten Leute waren ja auch ganz begeistert, wenn dann alles normal war und sie da vielleicht auch noch Gleichgesinnte getroffen haben. Ne? Und niemand hat sich bei mir in der Praxis mit irgendetwas Schlimmem angesteckt. Ich habe keinen einzigen Patienten verloren. Ich habe selbst tausende Leute umarmt auf irgendwelchen Demos und bin nicht krank geworden. Also es war alles, es hätte alles normal weiterlaufen können, wenn nicht diese Massenhysterie, diese Massenpsychose durch die Medien, gesteuert von den Politikern, gesteuert von den Eliten oben, quasi in die Menschen reingebracht worden wäre. Mit diesen vielen, vielen Lügen, mit diesen Lügenbildern auch, ne, aus Bergamo und sonst was, was alles ja gefaked war und gestellt war. Wenn man das nicht gemacht hätte, dann wären die Menschen nicht so weit gegangen. Aber da kann man mal sehen, wie schnell man Menschen beeinflussen kann. Und ja, jeder, der nochmal gefragt hat, ja, wie konnte es unseren Großeltern passieren, dass sie sich so haben manipulieren lassen damals in der Zeit der Hitler-Diktatur sozusagen und in der Nazi-Zeit? Dann konnte man das relativ schnell jetzt nachprüfen und nachvollziehen, was wirklich passiert ist. Genauso ist es. Propaganda, Indoktrination, Massenpsychose, ja, und eben wirklich immer wieder diese Gruppenbildung. Ihr seid die Bösen und wir sind die Guten und jeder, der jetzt nicht für uns ist, der ist automatisch dann hat man uns ja noch in die Nazi-Schublade gesteckt oder zu den Reichsbürgern gezählt und sonst wie. Und ja, es war einfach irre. Ne? Also das ist wirklich die blanke Existenzvernichtung für viele Ärzte gewesen. Ich kenne viele Ärzte, die mussten ihre Praxen aufgeben, die haben ihren Job verloren, die sind entweder geflüchtet oder sind ja auch eingesperrt worden. Also es wissen auch wenige Leute, dass wirklich Ärzte in Haft sitzen hier in Deutschland. Ja? Zum Beispiel dann in Haft sitzt oder. Und auch Kollegen von mir, die schon verurteilt wurden, rechtskräftig auch zum Teil verurteilt wurden und so. Also das ist einfach irre. Man brauchte natürlich gehorsame Ärzte, die das ganze Narrativ aufrechterhalten. Denn wenn Ärzte ungehorsam waren und Patienten aufgeklärt haben, mit guten, vernünftigen medizinischen Fakten aufgeklärt haben, dann haben sie ja das ganze Narrativ aufgeweicht und dann haben sie ja im Prinzip auch diesen Gehorsam sozusagen aufgeweicht. Und das durfte nicht passieren und das darf vor allen Dingen jetzt nicht passieren. Deshalb werden die Ärzte und Patienten jetzt umso mehr verfolgt, damit bei der nächsten Pandemie alles nach Plan läuft und wirklich keiner mehr aufmüpfig ist oder ungehorsam ist. Ne? Deshalb müssen quasi Exempel statuieren jetzt. Ne? Du hast jetzt einige Beispiele aus der Vergangenheit gebracht, also DDR oder ja, Drittes Reich. Und aber viele sehen diese Zusammenhänge, obwohl sie eigentlich offensichtlich sind, sehen sie nicht oder wollen sie nicht sehen oder sagen sogar, dass es quasi, also ich habe es auch in der eigenen Familie erlebt, die es ist einfach es ist kein Verständnis da, wenn man sagt, okay, hier, da wurde mit ähnlichen Methoden gearbeitet oder die Abläufe waren ähnlich oder es gibt da gewisse Parallelen. Dann wurde quasi man noch so hingestellt, als ja, als würde man das irgendwie leugnen, dass damals schlimme Sachen passiert sind oder als könnte man das in keinster Weise vergleichen.
Oder auch wenn man mit Leuten spricht, die in der DDR waren, die sagen dann auch teilweise, ja, also da gab es eine Zensur. Und das, was wir heute haben, das ist komplette Medienfreiheit, das ist alles, jeder kann sagen, was er möchte, jeder hat alle Rechte. Und ja, es ist halt noch so tief drin in den Leuten, dass ich mich manchmal frage, ist es überhaupt möglich, dass noch da noch eine Änderung herbeizuführen? Ja, es ist schon möglich. Natürlich gibt es keine Presse- und Versammlungs- und Meinungsfreiheit mehr. Das ist genauso auch ausgehebelt worden wie damals in der DDR oder noch viel schlimmer. Man sieht es ja auch daran, wie schnell Beiträge irgendwo gelöscht werden. Also bei Facebook zum Beispiel oder bei YouTube, wenn sie einfach nicht konform sind oder wenn bestimmte Worte da häufiger auftauchen, dann löscht man das ganz schnell. Das ist Zensur, natürlich ist das Zensur, ne? Oder dass kritische Leute auch gar nicht irgendwo zu Wort kommen dürfen, zum Beispiel gar nicht im Bundestag irgendwie in irgendwelchen Ausschüssen, Gesundheitsausschüssen oder so sprechen darf, ne? Weil man sagt, ja, der ist jetzt ganz böse und der hat sich ja gegen das Ganze gestellt und jetzt auch noch gegen unsere tollen, schönen. Ja, das war ein heftiges Video, oder? Gib mir gern dazu dein Feedback in den Kommentaren. Und wie du mitbekommen hast, mussten wir leider sehr viel zensieren, weil sonst die Gefahr besteht, dass der Kanal komplett gelöscht wird. Und das Ganze wäre dann auch nicht mehr rückgängig zu machen. Außerdem habe ich schon einen Strike bekommen und der Kanal wurde komplett entmonetarisiert, wodurch ich jetzt keinen Cent mehr seit einigen Wochen mit meiner Arbeit auf YouTube bekomme. Und wenn du das komplette Video in voller Länge unzensiert sehen möchtest, dann klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung und dann kannst du dir das Ganze in voller Länge komplett unzensiert und natürlich 100% kostenfrei anschauen. Ich wünsche dir viel Spaß damit, gib mir gern ein Feedback zu dem Video, schreib mir gerne einen Kommentar und dann sehen wir uns wieder zum nächsten Video beziehungsweise erstmal in der unzensierten Version. In voller Länge. Bis dann, dein Sören.